Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Wir haben Rage. Nee, Quatsch. Rage haben wir auch, ja genau. Wir haben Ruin, das Pferd. Wir haben Todsense. Wir haben Gnade, die Pistole. Und wir haben, wie hieß das Schwert nochmal? Chaosfresser. Genau. Ah, hier können wir auch eine Dingens drauf ballern, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Oder doch, das können wir... Hier können wir das machen. Das machen wir mal... dahin. Genau. So, und hier können wir auch was zuweisen. Aber der Handschuh ist eigentlich... Nee, der ist eigentlich überflüssig. Wenn wir keine Eiswände haben. So, hier fehlt uns auch noch irgendeine Fähigkeit. Naja. Aber wir haben jetzt alle passiven Fähigkeiten, habe ich gerade gesehen. Hier. Genau. Ah, perfekt. So. Ich speichere mal schnell. Na. So. Und dann können wir uns da ins Getümmel stürzen. So. Na dann mal los hier. Ach herrje. Eine Party geht hier ab. Ich hab das Gefühl, das könnte hier richtig schwer werden. Anscheinend haben sie ihn ziemlich gut angebunden. Ja, das will ich auch geraten haben, das Vieh anzubinden. Und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. So, ich werde die erstmal hier alle zerkleinern. Oder kommen die hier unendlich nach? Ah, okay. Nee, war schon richtig so. Habe ich dir dann getan? Styvian, okay. Los, Reiter. Mach das, wozu du geboren bist. So, der hat ja jetzt. Ah, verdammt. Der hat ja jetzt so ein Dingens vorne dran, so ein Schutz, ne? Können wir hier noch irgendwas machen? Hier in der Mitte? Okay, können wir nicht. Da ist noch eine Truhe. Weißt du was? Die nehme ich mal gerade mit. So, das nützt ja jetzt nicht viel. Ja, der hat ja so einen Schutz vorne dran. Da können wir ja jetzt ewig versuchen abzuhacken. Hey, das bringt aber was, wenn wir da drauf knallen. Zumindest fühlt sich das so an, als würde es etwas bringen. Halt, nicht abtauchen. Gerade war er friedlich.
bleib mal hier. Ey, wo willst du denn hin? So, naja, bitte. Jetzt müssen wir den gewiss genauso besiegen wie den anderen. Na komm her. Okay, was macht er jetzt? Hä? Was war das jetzt? Ich hab den nicht mehr im Visier. Au! Drecksvieh. Da. Das sind jetzt kleine Würmer. Oder wie? Ich sehe gar nichts. Okay. Haben wir den aber besiegt denn, wenn wir direkt auf den zureiten? Hilfe! Hallo? Oder müssen wir denn einfach nur so lange ausweichen? Aha, okay. Kann man offenbar gar nicht so richtig besiegen. Ah, okay, das war aber nicht schlecht jetzt. Eieieiei. Komm mal wieder hoch. Ey, du Affe. Wir sind aber elegant gelandet. Hallo. Versucht es ruhig. Ah ja, komm. Komm. So. So. Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Haben wir ihn jetzt im Inneren aufgeschlitzt? Der Kampf war mal geil. Herz des Auserwählten. Lebensstein. Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu tun, außer das Herz des Stygians zu Samael zu bringen. Und doch, all diese Herzen und die Macht, die er von ihnen bekommt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, werden wir denn schon sehen, was uns das bringt. So, jetzt will ich nur noch mal wissen, ob es hier irgendwas gibt. Man hier irgendwo hoch kann noch.
Okay, da kann ich nicht hoch. Okay. Aber hier außerhalb irgendwo. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Nun gut, dann gehen wir wieder zurück. So, dann können wir hier doch bei Vulgrim gleich das Schlangenloch benutzen. So. Hier in die Mitte. Trockene Straße. Hierhin würde ich sagen, gehen wir. Ach so, ja, das stimmt. Das war ja so. Das waren ja diese Wege, die man dann nochmal bestreiten musste. Da müssen wir bestimmt auch alle mal ablaufen. Aber wer soll sich dann merken, was ich schon alles habe? Naja, gut. Hat mit mir gesprochen, Vulgrim, oder? Ja. Wie kommt er dazu, mit mir zu sprechen? Lass mich in Ruhe. Ah. Was machst du da? Frisst er die auf? Nur ein einziges. Und dann, Krieg, bekommst du deinen Thron. Selitas mit Netzen durchsetzte Höhle ist weit hinter einer großen Spalte im Aschen. Eine Spinne. Huin muss noch viel seiner Kraft zurückgewinnen. Aber er wird die Strecke schaffen. Und was Silita betrifft, reite einfach dorthin. Und sie wird dich finden. Die Brutmutter ist eine Sammlerin. Die meisten, die ihr Reich betreten, werden von ihr an ihre Jungen verfüttert. Und jene, an denen sie interessiert ist, das sind die Unglücklichen. Diese bewahrt sie lebendig auf und sie können lange leben. Lange genug, um ihr Dinge zu erzählen. Man könnte sagen, sie sammelt Geschichten. Informationen. Welche Geschichten wird sie mir über dich erzählen, Samael? Vorsicht, sonst wirst du ein tragisches Ende nehmen. Manchmal stirbt ein Held letztendlich doch. Aber Reiter, ich mag Geschichten mit gutem Ausgang. Und jetzt bring mir das letzte Herz. Naja gut, dann machen wir das mal, wa? Vernichten sie Silicia oder so? Seelenbrücke. Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen sie mit Ruinen durch ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Ach herrje, was ist das denn? Seelenbrücken? Jetzt muss ich erstmal wieder da oben hin, okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Nach da drüben. Okay, man sagt mir jetzt aber nicht genau, wo ich da lang muss. Gut, gut. Nein. Halt, 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 halt. Nicht so stürmisch, nicht so stürmisch. So.
So. Gut, für den kurzen Augenblick hat es mir schon gereicht. So, hier waren wir ja schon. Da muss ich nochmal durch die Wüste da. Ach, wenn mal alles online ist. Man köpft den doch gleich. Oh, ich hasse diese Dreier-Kombo. Überhaupt hasse ich dieses Vieh. So, mach das doch gleich so. Da haben wir schon wieder so eins. So, jetzt machen wir mal Sensu-Schwertkampf. Das interessiert den gar nicht. Warum brennt der jetzt eigentlich? So. Na, so, genau. So, dann müsste es doch bei der Wüste da. Oder an dieser Wüstenstadt da irgendwo anders lang gehen. Trockene Straße. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich gleich dahin teleportiert. Was war das denn jetzt? Auch wieder da lang, okay. Aber hier waren wir doch überall schon. Ach, Mann. So, jetzt hier runter, dann nach rüber. Ich wollte gerade sagen, halt dich gefälligst fest. Na, ah! Warum? Warum? Ach. Schnapp dir das Ding und zieh hoch. So.
das brauche ich doch gar nicht machen. Ach, ich bin auch doof, ey. Mann. Das ist lustig, man macht es immer genauso, wie man es beim ersten Mal alles gemacht hat, obwohl man eigentlich die Schritte weglassen könnte. Einige Schritte zumindest. Das ist ganz, ganz amüsant. Hä, wo soll ich denn jetzt noch überall hin? Ich laufe doch hier. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich laufe da jetzt nicht nochmal durch die ganze Wüste. Also echt, ey. Oh, Krieg. Hallo, springst du bitte mal? So. War denn das jetzt so schwer? Nein, nach oben. So, nach unten. Und dann da lang. So. Warum soll ich denn jetzt hier nochmal den ganzen Weg latschen? Jetzt bin ich direkt hier. Vor der Wüste wieder. Die muss ich später übrigens auch nochmal suchen. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Sachen. Aber jetzt kann ich hier wenigstens durchbrechen. So. Ah, das ist das jetzt. Okay. Alles klar. Jetzt muss ich nur irgendwie hier hochkommen. Wo war jetzt hier der Eingang dazu? War hier der Zugang? Hier unten. Okay. Na. Ach, dazu war das da. Alles klar. Aber ich will jetzt aber nicht nochmal das ganze Zeug hier ablaufen. Okay, scheint aber ein durchgehender Weg zu sein. Na, Gott sei Dank, ey. Aber der Stygian war doch jetzt im Prinzip genau wie der andere Wurm, der hier noch frei rumgerannt ist. Beziehungsweise gekrochen. Nur halt mit so einem Eisenteil drauf. So. Seelenbrücke. Krieg kann nun Seelenbrücke. Kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stimmen Sie mit? Ja. Habe ich verstanden. Cool. Das nenne ich mal richtig cool, Alter. So. Dann gehen wir jetzt zu dem letzten Vieh, was wahrscheinlich eine Spinne sein wird, wo wir dann unser Herz herbekommen. Und noch eine Fähigkeit. So. Gut, dass wir das hier reiten dürfen. Sonst würde ich, glaube ich, eine Krise kriegen.
Aha. Pass auf. Das ist jetzt hier wieder für alle, die Spinnen ganz doll lieb haben. Eisernes Dach. Ach, okay, ich bin jetzt hier gefangen. Befreien wir uns mal. Gut, alles klar. Denn bevor wir jetzt beim eisernen Dach weitermachen, beende ich die Folge und die Spinnenstadt, so wie das hier aussieht, gucken wir uns dann erst beim nächsten Mal an. Also bis dann. Ciao.